Erster Hauptteil vom Glauben. Viertens. Was heißt Glauben? Glauben heißt Gott vertrauen und sicher für wahr halten, was er geoffenbart hat und durch die Kirche zu glauben lehrt. Fünftens. Warum glauben wir, was Gott geoffenbart hat? Was Gott geoffenbart hat, glauben wir, weil Gott nicht irren und nicht lügen kann. Gott ist heilig, sein Wort ist ganz sicher wahr. Nichts im katholischen Glauben ist gegen die Vernunft. Einige Glaubensgeheimnisse aber sind so hoch und erhaben, dass sie den menschlichen Verstand übersteigen. Sechstens, durch wen hat Gott sich offenbart? Gott hat sich offenbart im Alten Bund durch die Propheten und die Patriarchen. Durch die Propheten und die Patriarchen. Im Neuen Bund durch unseren Herrn Jesus Christus und durch seine Apostel. Siebtens. Wer lehrt uns, was Gott geoffenbart hat? Was Gott geoffenbart hat, lehrt uns die katholische Kirche. Achtens. Wo ist enthalten, was Gott geoffenbart hat? Was Gott geoffenbart hat, ist enthalten in der Heiligen Schrift und in der mündlichen Überlieferung, das ist die Tradition. So steht denn fest, Brüder, und haltet euch an die Überlieferung, die ihr gelehrt wurdet, sei es durch ein Wort, sei es durch einen Brief von uns. 2. Thessalonicher 2, 15. Welche Bücher gehören zur Heiligen Schrift? Zur Heiligen Schrift gehören jene Bücher, die unter der besonderen Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben wurden. Diese Einwirkung des Heiligen Geistes nennt man Inspiration. Die Heilige Schrift, das ist die Bibel, enthält 72 verschiedene Bücher. Sie wird eingeteilt in das Alte und das Neue Testament. Die wichtigsten Bücher des Neuen Testaments sind die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Zehntens. Genügt es, den Glauben nur im Herzen zu bewahren? Es genügt nicht, den Glauben nur im Herzen zu bewahren. Man muss ihn auch leben und ihn nach außen bekennen. Jeder, der mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Matthäus 10, 32. Elftens. Durch welche Zeichen bekennt der katholische Christ seinen Glauben? Der katholische Christ bekennt seinen Glauben durch das heilige Kreuzzeichen. Mit dem Mund bekennen wir den Glauben an den dreifaltigen Gott, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit der Hand zeichnen wir über uns ein Kreuz und bekennen so, dass Jesus für uns Mensch geworden ist und uns am Kreuz erlöst hat. Mein Gott, ich glaube alles, was du geoffenbart hast und du durch deine heilige Kirche zu glauben lehrst. Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich, im Leben und im Tod.